Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Part von Minecraft. Wir gehen einfach rein und die letzte Folge hat ja, die vor vielleicht einer Stunde online kam für euch. Ich habe sie gerade eben aufgenommen, so vor 10 Minuten aufgehört oder so. Und ich habe dann noch die Nacht, sage ich mal, simuliert. Ich war nur im Haus. Hab noch eine Scheibe, glaube ich, ausgebessert. Das war, glaube ich, die hier. Und ja, mehr habe ich auch gar nicht gemacht. Und wir kümmern uns heute ein bisschen um die um eine Bärenfarm. Und die ist eigentlich echt einfach. Aber was wir auch noch machen, ist hier die Farm weg. Das finde ich nämlich extrem doof, aber ich habe die halt gemacht. Dann suchen wir uns endlich noch ein bisschen Wolle für das Bett und machen hier halt den Boden rein. Als allererstes Wolle. Hier könnten jetzt noch ein paar Monster unterwegs sein. Ah, genau. Wenn man vom Teufel spricht, beziehungsweise vom Zombie. Ich nehme mal hier zuerst noch die Kuh mit. Gibt Erfahrungspunkte und Essen und auch Leder, das wir gut gebrauchen können. Und das mit der Bärenfarm, das weiß, glaube ich, noch nicht jeder. Denn ich erkläre es euch gleich. Also erklären kann ich es euch schon, aber wir gucken jetzt ja nach einem Schaf. Endlich mal. Ich esse jetzt auch schnell eine Beere. Weil ich nicht mehr sprinten kann. Und ich hätte ja auch noch irgendwo jetzt gerade Kuhfleisch, Rindfleisch, genau. Und das esse ich jetzt auch noch mal schnell. Und ich hoffe auch gerade, dass ich eben auf Aufnehmen gedrückt habe. Das Gefühl habe ich ständig, dass ich nicht auf Aufnehmen gedrückt habe bei der Aufnahme. Aber, ja, ein Bärenstrauch. Kann der jetzt auch mal größer werden, bitte? Egal. Jetzt haben wir einen Bärenstrauch verbraucht. Och, Mann. Weil man den dann nicht wiederbekommt. Aber ein Bärenstrauch ist erst klein, wächst dann um ein bisschen und dann wachsen erst Beeren dran. Ich halte hier mal Ausschau nach einem Schaf und erkläre es euch einfach mal kurz. Oder, nee, doch, ich erkläre es euch hier und gucke, ob ich ein Schaf finde. Da hinten. Nee, ein Huhn. Ein Busch. Ein Bärenbusch, ein Bärenstrauch, Brombeeren, Süßbeeren, ist egal, wie man es nennt. Da oben, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Stachlegerbusch sozusagen. Also wenn die größer sind und man da reinläuft, kriegt man Schaden. Ich glaube genauso viel wie bei einem Magma-Block. Magma-Block, also nicht wie bei Lava, sondern wirklich bei einem Magma-Block. Ich weiß es aber auch nicht genau. Hier ist nur ein Schwein. Und deswegen einfach Stufen dran machen. Denn dann kann man die ganz bequem ernten. Und gleichzeitig wird man nicht gestochen. Aber als erstes holen wir uns ein Schaf. Ich glaube, ich mache mir auch einfach direkt ein Boot. Und dann machen wir jetzt auch eine ganz, ganz kleine Erkundungstour. Suchen ein Schaf. Hier so, zack, zack, zack. Ich habe hier doch noch bestimmt... Nee, habe ich nicht. Dann mache ich mir jetzt hier eine Holzschaufel. Die braucht man ja in der Bedrock für ein Boot. In der Java Edition nicht. Finde ich komplett merkwürdig. Warum man die nur bei einer Version braucht. Dann mache ich hier mal eben die Blätter weg, damit wir hier hochkommen. Das nervt mich jedes Mal aufs Neue. Aber dann gehen wir jetzt erstmal zum Ozean. Und gucken jetzt mal, ob wir jetzt endlich mal ein weiteres Schaf finden. Denn ein Bett in Minecraft ist echt wichtig. Vor allem, wenn man die Monster aktiviert hat. Und tatsächlich haben wir auch schon wieder Hunger. Das war ja so klar. Aber jetzt ist mir erstmal ein Schaf wichtig. Wenn wir eins töten, kriegen wir auch Hammelfleisch. Von daher kriegen wir dann ja auch Essen. Und dann haben wir bald eh unsere Bärenfarm. Also wir haben für diese Folge drei klare Ziele. Hier liegt auch noch Sand von der letzten Folge. Hier ist ein Fuchs.
können uns auch demnächst noch mal aufs Angeln konzentrieren. Ich nehme hier mal die Kohle eben mit. Hier so, zack, zack, zack. Ich glaube, der Fuchs hat gerade das Huhn gefressen. Nicht die Gans, sondern das Huhn. Ja, dann nehme ich mir jetzt tatsächlich mal mein Boot. Und wir machen einen kleinen Ausflug, aber erst esse ich was. Zwei Beeren. So, jetzt kommt noch eine. Da hinten ist auf jeden Fall ein Berg, sehe ich. Aber uns geht es jetzt ja erstmal um ein Schaf. Hier andere Perspektive. Finde ich ein bisschen schöner am Boot. Und hier ist überall Fichtenwald, außer da hinten. Da ist nämlich ein normaler Wald und da hinten ein riesig fettes Gebirge. Aber wir fahren jetzt erstmal zum normalen Wald. Und ist das ein Creeper oder? Ich glaube, das ist ein Creeper. Nee, das ist einfach Gras oder Zuckerrohr. Ich weiß es nicht. Um Zuckerrohr kümmern wir uns dann auch nochmal. Aber wie gesagt, heute sind die drei Ziele: Schaf holen, Boden im Haus machen und die Bärenfarm. Also es wird wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Und hier ist direkt ein Schaf. Perfekt. Also das sind drei. Wie konnte das denn jetzt passieren? So, hier. Jetzt, ich töte einfach mal alle. Wolle kann man immer gebrauchen. Und halt auch essen. Bis wir unsere Bärenfarm haben, ist das auch ganz praktisch. Und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon direkt wieder zurück. Das war ein ziemlich kurzer Ausflug. Aber wissen wir schon mal, hier ist ein normaler Wald und so eine kleine Insel. Ich hatte sogar erst überlegt, ob wir das Projekt sogar auf dieser Insel anfangen. Und wenn wir Lust haben, können wir auch mal hier drauf umziehen. Ich finde sie echt ganz nett. Aber das dann erst in den nächsten Folgen. Und mir macht es heute einfach extrem viel Spaß. Am liebsten würde ich gleich hier 2 Stunden diese Map spielen. Aber das ist heute bestimmt der letzte Part. Vielleicht lade ich heute Abend noch ein Part hoch. Tatsächlich. Bis jetzt konnte auch der erste Part noch nicht vernünftig angezeigt werden. Falls er gar nicht mehr angezeigt wird, lade ich ihn wahrscheinlich einfach nochmal hoch. Nachträglich. So, hier das Boot eben mitnehmen. Oder ich glaube, ich lasse es sogar da. Ist ja eigentlich auch ganz praktisch. Denn wenn wir mal wieder einen Ausflug machen, dann wissen wir, wo das Boot ist. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich esse eine Beere, damit ich eben nach Hause sprinten kann. Damit das hier nicht 10 Jahre lang dauert. Ich darf aber nicht springen. Hier sind auch noch mehr Beeren. Die nehme ich auch nochmal eben mit. Das ist richtig gut. Au. Da hat man es jetzt gesehen. Wir haben Schaden bekommen. Jetzt schon wieder. Deswegen aufpassen. Und deswegen machen wir ja auch die Stufen drauf. Aber dazu gleich mehr. Gleich machen wir erstmal den Boden. Und das rohe Hammelfleisch, was ich von den Schafen habe, werden wir auch erstmal in den Ofen packen. So, nehme ich noch das mit. Aua. Das sind so ein bisschen wie Brombeeren, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt Haus finden. Das ist immer so nicht so toll. Hier sind noch mehr Beeren. Wie viele Beeren sind hier bitte? Nehme ich die auch nochmal mit. Weil genug Essen kann man eigentlich nie haben. Ist auch eine Ansicht, die ich in der Realität so sehe, nicht nur in Minecraft. Jetzt erstmal das Haus finden. Wo könnte das denn jetzt sein? Ich muss mir echt mal die Koordinaten aufschreiben. Ich glaube, in die Richtung hier weiter. Ja, ich hoffe mal, dass ich gleich das Haus wiederfinde. Oh. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oder ist das richtig? Ich weiß es nicht. Hier ist ein Hund. Können wir uns demnächst auch mal ranziehen. Ich esse jetzt mal ein paar Beeren, bis ich satt bin. Oder fast satt bin. So. Und jetzt Haus finden. Beeren haben wir genug. Wo ist das Haus? Das ist doof, wenn ich das jetzt verloren habe. Aber ich glaube es nicht. Ansonsten baue ich mich einfach mal. Ich baue mich jetzt mal kurz in die Höhe. Ich habe da auch gerade ein Schaf gesehen. Das regt mich jetzt auf. Da ist ein Schaf. Da haben wir in der letzten Folge über 10 Minuten oder so gesucht. Da ist das Haus gut. Dann hier mal wieder runter.
in der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen ums Minen kümmern. Also wir werden in eine Höhle gehen. Vielleicht schaffen wir es sogar, uns anzugucken, welche die beste Methode ist, um Diamanten zu finden. Denn es gibt, ich werfe mal hier das Ei hin, es gibt extrem viele Videos auf YouTube, um zu zeigen, welche die beste Methode ist. Verrottet das Fleisch, wir können uns einen Hund holen, cool. Welche die beste Methode ist, um Diamanten zu farmen. Und die zeige ich euch auch in der nächsten Folge. Ganz viele Leute wissen es nämlich immer noch nicht. Ich mache hier auch mal den Baum weg, der stört mich ein bisschen. Vor allem ist es hier immer so dunkel. Und ich habe Angst, dass die Monster spawnen. Das wäre nicht so chillig. Ja, jetzt gucke ich mal kurz, ob ich noch einen Wolf finde. Aber dann kümmern wir uns wirklich auch mal. Es geht, die Sonne geht unter. Ich gehe erst schlafen. So, weg, weg, weg. So, ich gehe jetzt, wie gesagt, erstmal schlafen. Und da kümmern wir uns heute noch drum. Und jetzt können wir uns endlich ein Bett machen. Wir könnten uns sogar zwei machen. Aber ich mache erstmal nur eins. So, zack, zack. Und dann stelle ich das einfach hierhin, würde ich sagen. Dann können wir dann nämlich schön aus dem Fenster gucken, während wir einschlafen. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Und wir, was wollten wir jetzt erst einen Hund holen, ne? Stimmt. Oh, wie süß. Hier hat ein Fuchs geschlafen. So, Wolf, Wolf, Wolf. Wo seid ihr, ihr Wölfe? Komm. Weil Hunde sind nicht nur meine Lieblingstiere in Minecraft, sondern auch meine Zweitlieblingstiere in der Realität. Ich mag tatsächlich Affen noch lieber. Ich baue mich jetzt hier mal ein bisschen in die Höhe. Können wir Ausschau halten nach einem Hund. Ich glaube, es wird doch keine so kurze Folge, weil ich mich extrem viel ablenken lasse. Sehen wir hier irgendwo was Kleines, Weißes, was sich bewegt. Hm, das ist ein Schaf. Wo haben wir denn? Ach, vielleicht finde ich noch einen in der Folge. Jetzt hier erstmal runter. Gleich ist auch eine Schaufelschrott. Ich hoffe, sie hält das noch aus. Genau jetzt ist sie kaputt beim vorletzten Block. Deswegen mache ich mir mal auch ganz schnell eine neue. Ganz fix. Und es stört mich so ein bisschen, dass wir hier in so einem Wald sind. An sich ist es cool. Aber an sich nervt es halt auch, weil hier überall sich Mobs verstecken können. Stimmt, wir wollten auch hier einmal die Kohle reintun. Jetzt tue ich hier auch mal die Sache rein, die ich gerade nicht brauche. So, hier, zack, 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 zack. Obwohl die Fackel. Ich nehme die Fackel mal. Ich nehme mir auch mal hier die Bretter. Dann machen wir uns daraus mal. Nein, jetzt habe ich mir, auch jetzt habe ich mir Werkbänke draus gemacht. Och, bin ich denn dumm. Junge, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Jetzt nehme ich hier mal ein bisschen Kohle raus und mache uns doch mal ein paar Fackeln. Ich wollte mir auch eine neue Schaufel craften. Deswegen nehme ich mir mal einen Stein. So, mache uns eine neue Steinschaufel. Tue die hier hin und dann tun wir erstmal die Hacke beiseite. Jetzt kümmern wir uns um die Bärenfarm. Ich hole noch mal ein bisschen Holz. Ja, das habe ich ja gerade komplett verschwendet. Dann machen wir uns daraus Stufen und machen dann, wie gesagt, die Farm. Ich habe sie ja schon leicht erklärt. Ich erkläre es gleich nochmal. Und die soll hier an die Seite kommen. Finde ich so ganz nett. Und dann haben wir unendlich Essen tatsächlich. Mann. Bin ich so dumm, um durch eine. Ich bin einfach zu dumm, um durch eine Tür zu laufen. So, hier ist auch schon das gebratene Hammelfleisch. Das ist nicht schlecht. Oder beziehungsweise gut. So, hier zack, zack. Und Stufen, sind das genug? 30. Ja, wir haben 38 Büsche. Reicht erstmal. Und dann esse ich hier auch mal kurz was. Das bringt jetzt nämlich nicht nur eine Hungerkeule, wie wir meistens, wie ich glaube, alles andere, was wir bis jetzt gegessen haben, sondern drei. Das ist echt viel besser. Und Beeren bringen zwar nur eins dann,
Aber wir haben extrem viele davon. Ich mache hier nochmal den Baum weg. Was ist das da? Oranges? Das ist ein Fuchs. Ich dachte, da wäre ein orangenes Bett gerade. Der Baum ist auch genau passend groß. Das ist perfekt. Und jetzt nehme ich hier den Setzling weg. Den hatten wir in der ersten Folge hier hingesetzt. Mache auch nochmal den Baum weg, damit wir hier mal ein bisschen Platz haben. So, zack, zack, zack. Geht's ein bisschen schneller, bitte. Ein bisschen schneller, bitte. So, gerade noch so. Dann machen wir hier einfach so die Reihen hin. So, zack, zack, zack. Ich möchte die aber hier nicht so lang haben. Dann mache ich noch hier eine Reihe hin. Eigentlich ist es besser. Ne, jetzt würde ich die Büsche verschwenden. Das ist jetzt doof. Und die wachsen auch echt schnell. Sind gefühlt Bambus. Jetzt mache ich hier nochmal die Blöcke weg. Zack, zack, so. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Jetzt kommt hier nochmal ein Erdblock hin. Ja. Mann. Jetzt kommt hier die Spitzhacke weg. Also wieder ins Inventar sozusagen rein. Und dann mache ich hier noch die Büsche hin. Zack, zack. Warum liegt hier jetzt ein Setzling? Der soll da nicht hin. Dann kommt hier noch eine Reihe hin. Verschwinde. Zack, zack. Dann kommt noch hier eine Reihe hin. Ich glaube, das ist gerade auch ziemlich langweilig zum Anschauen. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen Minecraft-Hintergrundmelodie. Das ist auch nicht schlecht. Beziehungsweise ganz nice. Ich sage extrem oft nicht schlecht. Finde ich eigentlich schlecht. Nee, den machen wir einfach weg. So, zack, zack. Jetzt kommen hier einfach Stufen drauf. Das ist gar nicht schlecht. Weil ich habe schon wieder gesagt, ne? Aua, aua. Okay, Dornen haben die schon, bevor die Beeren dran sind. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann kommen hier noch Stufen drauf. Ich bin doch auch echt zu dumm zum Bauen, ne? So, und sowas würde ich jetzt am liebsten halt rausschneiden, wie ich das baue, weil ich euch halt gezeigt habe, wie ich es mache. Und dann mache ich es halt überall. Aber ich habe schon zigtausend Mal erwähnt. Ich schneide aktuell noch nicht. So, jetzt kommen. Zack, zack. Zack, zack. Junge. Mann, was soll das denn? So. Jetzt hier noch eine drauf. Ey, ich bin doch echt zu dumm, ne? Ich bin zu dumm für dieses Game. Jetzt machen wir hier nochmal die Fichte weg. Und es ähnelt, also dieses Projekt hier ähnelt so ein bisschen dem Bedrock Guide von Lars LP. Da gab es auch neulich was ziemlich Witziges. Lars LP ist ein Minecraft-YouTuber mit 430.000 Abonnenten, glaube ich. Und er hatte einen Livestream. Ich mache hier nochmal ein paar Stufen. Und in diesem Livestream habe ich so ein bisschen was in den Chat geschrieben. Und er hat locker 10 Kommentare von mir irgendwie vorgelesen oder so. Das fand ich ganz cool. Vor allem, weil es einer meiner Lieblings-YouTuber ist. 400.000 Abonnenten. Er antwortet mir einfach in einem Livestream. Und ja, jetzt haben wir hier unsere Bärenfarm. Und das ist es tatsächlich auch. So sieht die aus. Dann werden hier alle Büsche größer. Irgendwann wachsen Beeren dran. Die können wir dann ernten und dann essen. Bis dahin haben wir jetzt hier noch diese 4 rohe, nee, gebratene Hammelfleischstücke. Und jetzt machen wir hier endlich den Boden rein. Aber vorher hole ich uns, dafür brauche ich meine Spitzhacke, uns ziemlich viel Stein, um, warum ist hier jetzt Glas? Um uns ein bisschen, hier ist ein Huhn gestorben. Ich rede gerade schon wieder total doof. Ich sag euch jetzt einfach, was wir machen wollen. Ich hole ein bisschen Stein, damit wir unseren Steinziegelboden machen können. Dann müssen wir die Steine für in den Ofen tun, weil so ist es ja Bruchstein. Und dann wird es nicht Bruchstein, also dann kommt kein Bruchstein raus, ist ja logisch, das würde ich ja nicht machen, sondern normaler Stein, also so wie er hier aussieht,
Denn das ist normaler Stein. Jetzt mache ich euch zum Vergleich, für die, die es nicht wissen. Denn alle haben ja mal angefangen. Das ist Bruchstein und das ist normaler Stein. Und wenn man Bruchstein in den Ofen tut, wird es zu normalem Stein. Und aus normalem Stein kann man dann halt Steinziegel machen. Und das möchte ich. Denn Steinziegel sehen ziemlich clean aus, finde ich. Und ich mag es einfach echt gern als Boden. Und irgendwann demnächst machen wir dann auch nochmal ein richtig großes Haus. So ein Landhaus oder so. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um den Boden. Dann kommt ja auch die Farm endlich weg. Ich warte aber noch, bis das hier zu Weizen geworden ist. Also bis es wirklich gelb ist. Nicht so orangemäßig. Denn dann können wir das ernten. Kriegen noch einmal Weizen raus, hoffentlich. Und können uns mal ein Brot backen. Oder ein Brot craften. Aber während jetzt die Steine im Ofen brutzeln, halten wir nochmal Ausschau nach einem Wolf, den wir uns zähmen können. Und dann haben wir einen Hund. Und das wäre dann wirklich cool. So, komm. Wo ist hier ein Wolf? Immer dann, wenn man sie nicht braucht, dann sind sie immer überall. Was? Hier ist jetzt auf einmal ein normaler Wald? Okay. Aber wenn man die Hunde dann braucht, dann findet man sie nicht. So, aber Wölfe gibt es ja auch nur in so einem Wald. Deswegen bleiben wir hier. Hier ist ein Lavasee, das ist echt gut. Sogar zwei? Oder ist, nee, das ist einer. Okay. Das wäre jetzt merkwürdig gewesen, wenn zwei direkt nebeneinander gewesen wären. Ich habe gerade einen Hund bellen gehört. Aber ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Ich habe nur gehört, dass halt einer hier in der Nähe ist. Geht die Sonne? Ja, die Sonne geht unter. Deswegen gehe ich jetzt erstmal pennen. Oh, ist das ein Babyhund? Das ist ein Babyhund! Oh. Ja, toll. Oh, ich höre auch schon einen Zombie. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz schnell pennen. Lass mich durch. So, komm. Jetzt habe ich mal ein ganz verrottetes Fleisch an den Drecksköter da verschwendet. Mann. Ich gehe jetzt erstmal wirklich schlafen. Oder nee. Ah, Baby-Zombie! Baby-Zombie! Die sind richtig doof. Die sind richtig doof. Und vor allem richtig stark. Hat er verrottetes Fleisch? Nee, hat er natürlich nicht. So, ich gehe jetzt erstmal pennen. Mann. So. Ja, erstmal hier schlafen. Können wieder durch unser großes Fenster da schauen. Und jetzt schaffen wir nämlich auch viel mehr. Da sind Zombies, die töte ich mal. Denn ich brauche verrottetes Fleisch, um mir jetzt endlich mal meinen Hund zu holen. Das ist auch das Letzte, was wir heute tun werden. Und halt dann noch den Boden endlich vernünftig machen. So, tötet. Perfekt, wir haben eins. Oh, da bin ich mal gespannt. Oh, eine Hexe. Da haue ich mal lieber ab. Ich bin gespannt, ob wir damit einen Hund zähmen können. Aber hier ist noch ein Zombie. Zwei. Die kommen da auch nicht raus. Das sind drei. Wie kommen die da bitte alle rein? So, ich hätte gern das verrottete Fleisch. Dankeschön. Jetzt habe ich vier. Damit kriegen wir auf jeden Fall einen Hund. Oh, Spinne. Mann, ich krieg sie einfach nicht. Oh, verschwinde. Jetzt nochmal schnell einen Hund finden. Ja, das ist ein Fuchs. Füchse sind hier auch viel häufiger als Hunde. Oder Wölfe halt. Sie sind halt noch nicht gezähmt. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich manchmal Hunde sage. Ich meine aber genau das gleiche dann. Ich hau mir auch nochmal eben gebratenes Zombiefleisch rein. Zwei. Hallo, Wölfe. Das ist gerade genau das gleiche wie neulich mit den Schafen. Wir hatten mehrere, als wir sie nicht gebraucht haben, aber jetzt wo wir sie gebraucht hatten, haben wir einfach ewig keins gefunden. Wir haben über 10 Minuten gesucht. Tatsächlich haben wir jetzt hier auch schon die erste Beere fertig. Die nehme ich mal mit. Das ist ganz cool. Und da sind sogar mehrere schon fertig. Also die gehen wirklich schnell, aber machen halt auch nur eine Hungerkeule wieder weg. Beziehungsweise nähren nur eine Hungerkeule. Aber ich lasse das jetzt mit dem Hund. Oder ist hier jetzt einer? Nee, sah nur so aus. Dann machen wir das in der nächsten Episode.
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie heute kommt oder morgen oder übermorgen. Was war das jetzt? Ach so, das Bett. Ja, dann nehme ich hier mal den Stein. Tue die ganzen Sachen hier erstmal weg. Brauche ich gerade nicht. Das jetzt auch nicht. Die Bretta gerade auch nicht. Und ich wollte eigentlich damit warten. Dann mache ich hier erstmal den Stein weg. Und also den Bruststein. Tue jetzt so, zack, zack. Mein Deutsch ist heute wieder perfekt. Dann kommt hier jetzt auch noch mal ein bisschen Bruchstein rein. Und ich nehme den Stein hier raus. Denn aus 4 normalen Steinen macht man dann 4 Ziegelsteine. Und die sehen halt wirklich echt cool aus. Und sind ein cooler mittelalterlicher Boden. Natürlich verbaue ich mich wieder instant. War ja so klar. Ja, jetzt mache ich hier einfach den Boden weg. Und ersetze ihn durch die Ziegelsteine. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Hintergrund hört, aber hier ist einfach ein Wecker im Zimmer nebenan und er geht einfach nicht aus. Aber da ich hier gerade ein Video aufnehme, kann ich da jetzt nicht hinlaufen, weil sonst die Aufnahme unterbricht und dann ist halt das Video vorbei. Und das ist doof. Ich hoffe mal, dass man es einfach nicht hört. Auch unterm Bett, wenn es geht. Genau, jetzt schwebt mein Bett einfach. Ziegelsteine. Und das sieht wirklich cool aus, finde ich. Jetzt hier noch rausnehmen. Hier noch die paar reintun. Dann nehme ich den noch mit raus. Und jetzt kriegen wir noch 8 Stück. Ich glaube, das reicht dann auch schon. So mache ich jetzt hier die Farm kaputt. Und wir machen uns dann demnächst noch mal eine richtige Weizenfarm. Aber wir haben jetzt auch erstmal eine Beerenfarm. Die reicht erstmal. Aber wenn wir ein bisschen weiter sind, vielleicht ein neues Haus haben und so, machen uns dann auch noch eine Weizenfarm. Mensch, ey. Mir macht das Spaß, dieses Projekt. Das ist unglaublich. Aber ich würde auch sagen, wir gucken noch mal eben nach einem Wolf. Denn ich möchte gerne einen Hund. Wir gucken nach einem Wolf, aber ich will einen Hund. Aber ein gezähmter Wolf ist erst ein Hund. Und das schaffen wir halt hier mit dem verrotteten Fleisch hin. Schaffen hin, genau. Ich hab's wirklich wieder mit meiner Sprache hier. Aber es ist ja eigentlich in jedem Video so. Muss ich einfach nochmal trainieren. Hallo Hundis, 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 Wölfe. Wo seid ihr? Folge geht wahrscheinlich schon viel länger, als sie eigentlich gehen sollte. Die sollte heute nur so 15 Minuten gehen. Also jetzt hier die zweite Episode. Ich brauche doch auch einfach... Da! Da auf dem Baum! Da ist ein Hund. Ich habe gerade 3,5 Herzen verloren, aber es ist mir egal, denn... Hilfe! Der Hund ist runtergefallen. Komm! Komm her! Hey! Hey! Nein! Ich habe euch nichts... Ich habe dir nichts getan! Ich habe euch nichts getan. Hey. Hä? Was ist denn mit dem passiert? Weil ich ihn geschlagen habe oder was? Junge, warum war der denn jetzt so aggro? Hä? Komm her. Ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte dich beschützen. So, komm her. Komm her. Komm. Ich möchte dich zähmen. Oder bist du schon mein Hund? Bist du schon mein Hund? Warte mal, hä? Oder bist du... Nee, du bist ein Wolf. Aber ich kann dich nicht zähmen. Warum nicht? Ach, das muss man mit Knochen machen. Bin ich ein Idiot? Och, nee, ne? Und Knochen haben wir gerade nicht. Ja, dann würde ich sagen, die nächste Nacht, in der nächsten Episode machen wir mal ein bisschen durch. Wenigstens ein Teil, töten ein paar Skelette, holen uns Knochen, holen uns dann endlich mal Hunde. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dann auch die heutige Episode von Minecraft. Warum ist hier oben noch eine Fackel? Das ist auch unnötig. Und ja, wie gesagt, an der Stelle würde ich das heutige Video beenden. Lasst gern ein Like da und abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis dann.